Mal wieder schön im Drill an der Yama und ich teste die Weiko Blinker. Also nichts hier mit dicken Ratten oder mit irgendwelchen Posenangeln, sondern ganz klassisch auf Blinker. Und da ballern sie auch schon rein. Also ich teste gerade verschiedene Farben. Alter, es ist schon wieder der nächste. Hör doch mal auf, Alter. Noch eine Trophy. Alter Falter, der hat aber ein bisschen eine andere Färbung. Nicht schlecht. Mitgenommen. Warum noch eine Trophy? Naja, weil gerade schon einer reingegangen ist. Allerdings in der hellen Färbung. Beide mal eben. Beide mal eben abgehakt hier. Beide ganz normal. Also wer will sie denn haben, den Keterlachs? Aber naja, wenn er da ist, nimmt man ihn halt mit. Ich teste gerade Blinker und offenbar klappt das. Also auf verschiedene Farben, wir gucken uns das gleich mal schön im Detail an. Auf verschiedene Farben ballert das Ding hier gerade rein. Und natürlich will ich nicht den ollen Keterlachs. Ich will was anderes. Und deswegen testet man halt verschiedene Farben. Aber wenn er halt mit dabei ist und ratzfatz mit reingeht, warum denn auch nicht? Also, so sieht's gerade aus. Lennox war auch schon mit dabei. Aber hier unten in dem Bereich, das heißt bis hier, das war jetzt alles der schwarze Weiko. Zeige ich gleich auch nochmal im Setup. Jetzt hier oben gewechselt, dann mal auf den gestreiften, da lief aber nicht so wirklich was. Und jetzt nochmal gewechselt auf den orangenen. Und zack, wieder raus. Und ja, dann ballert es direkt wieder rein hier. Alter. Dann ballert es halt direkt rein. Und ich muss halt jetzt mal ein bisschen testen, wie ich die führe. Gerade war das eher so ein bisschen in Richtung Jig-Führung. Also einfach mal ein bisschen drehen, ein bisschen Pause lassen. Wieder ein bisschen reinkurbeln und wieder ein bisschen Pause lassen. Na, immer so ein bisschen Jig. Aber ich muss noch mal ein bisschen weiter auswerfen, glaube ich. Oder so Tempo 50, 1, 2, 3 mal kurbeln. So. Auch das hat ja in der Vergangenheit schon immer ganz gut funktioniert. Für die Blinker. Also rauswerfen. Da vorne hin zu diesen Doppelbüschen. Absinken lassen. Warten, warten, warten. Richtig schön treiben lassen. Dann ein bisschen kurbeln. Wieder ein bisschen treiben lassen. Also so in der Art. Die Schnur schön locker lassen. Zack, da kommt schon der Biss. Genauso. Mit der Strömung den Blinker quasi durchs Wasser wegtrudeln lassen. Und wenn er dann weggetrieben ist, kommt dann irgendwann der Einschlag oder man kurbelt noch mal ein bisschen nach. Das heißt, der Köder geht nach oben, dann geht er durch die Strömung wieder weg. Und so macht das doch dann auch Bock. Ja, natürlich will man ja nicht diesen ganz normalen Keterlachs, den Chum Salmon. Das ist natürlich nicht wirklich sexy. Aber irgendwie scheint es ja hier zu funktionieren. Und vielleicht geht auch hier noch ein bisschen was anderes. Also irgendwie ist das ja hier auf 182 202. Irgendwie ist das doch hier wieder ganz sexy und dann kann man doch hier mal wieder hin. Die Stelle ist mittlerweile eigentlich schon so zu meinem Standardspot geworden. Direkt hier nach dieser Ecke sozusagen. Vor diesen Stein. Zack, einfach hier vorne hin. Weil wir eben, man hat hier einfach diesen Vorteil. Ne? Man hat hier direkt die tiefen Stellen. Man hat hier auch diesen flacheren Bereich, wo man auch nochmal hin kann. Man kann eben gefächert schön den gesamten Bereich abwerfen. Da klappt das ganz gut. Hier vorne ist natürlich auch immer nice, aber da wirft man quasi nur hier in diesem Bereich. Und hier kann man einfach noch weiter abfächern. Der erste ging eher hier vorne rein. Also beim auf den letzten Metern sozusagen ging dann der erste rein. Der war auch in unter 30 Sekunden war die Trophy rausgezogen, weil er gar nicht wirklich sich umdrehen konnte. Das war ratzfatz erledigt. So, jetzt weiter. Wir suchen mit der 14 den nächsten Köder. Den hatte ich gerade schon getestet. Das hier war gerade der erste. Da ging auch sofort einer drauf, also der Weiko 11. Jetzt gerade der gelbe. Jetzt nehmen wir mal grün. Grün und danach kommt auch noch rot dran und so weiter. Vorteil bei den Weikos in 14. Die Frequenz ist nicht so gering wie bei den großen 25 Grammern, aber sie locken trotzdem auch richtig gut. Man hat schöne Kontraste bei den Farben. Und je nachdem, wie das Wetter gerade ist, gerade war noch Sonnenschein, jetzt haben wir gerade wieder den Wechsel zu leicht bewölkt. Und je nachdem, wie das Wetter dann ist, kann man da eben
wieder so ein bisschen Variation reinbringen. Jetzt, wo es gerade leicht bewölkt ist, liebäugel ich auch schon direkt wieder mit Hellblau zum Beispiel. Das läuft bei bewölkt auch immer mal wieder ganz gut. Von daher sofort wieder wechseln. Zack, mal eben auf die 14, dann hier auf den ganzen wieder auf Hellblau. Da ist er, 1-0er Haken jetzt hier gerade drauf. Zack, also wieder raus damit. Und gucken, ob da auch noch was drauf geht. So, schön ein bisschen wegtreiben lassen. Tempo 50 plus Shift, ein bisschen kurbeln. Wieder so ein bisschen treiben lassen. Zack, da kommt schon der erste Biss. Na guck. Und dann heißt es hier natürlich auch wieder, testen, 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 welche Köder funktionieren für welchen Fisch. Wenn jetzt hier natürlich die ganze Zeit nur der olle Keterlachs ist, naja, dann ist es halt die ganze Zeit auch nicht wirklich so sexy. Dann gehe ich halt auch gleich einfach noch ein bisschen weiter. Aber wenn eben hier noch was anderes ist und zack, guck mal hier, bam. Und das wissen wir natürlich erst, wenn wir hier ein bisschen Köder getestet haben. Dann, naja, dann muss man, dann kriegt man es halt nur raus, wenn man hier steht und es ausprobieren. Ne? Also, es sieht gut aus. Ich bin schon übelst zufrieden. Wir gucken natürlich gleich nochmal eben kurz rein. Wir haben jetzt Mittag. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein in das Setup. Okay, also Keterlachs ohne Ende hier. Und wir gucken natürlich auch nochmal gleich in die Preise rein, ob sich das Ganze denn hier trotz allem denn lohnt. Größentechnisch sind die ja gar nicht so schlecht. Und wenn man den vielleicht abhaken will als Trophy, naja, kann man es doch probieren hier an der Stelle, ne? Wenn die hier gerade reinballern. Die scheinen ja tatsächlich gerade Bock zu haben. Wettertemperaturen hier und alles. Wir haben 18 Grad Tagesdurchschnittstemperatur. Anfang des Tages war es auf jeden Fall noch sonnig. Und jetzt ist es eher eben auf bewölkt rübergegangen. Aber ja, Tagesdurchschnittstemperatur mit 18 Grad, ja, relativ, ich würde sagen relativ normal. Vielleicht ein bisschen angehoben, ein bisschen wärmer als der Durchschnitt. Aber das passt soweit. Ich habe noch gar nicht durchgeleiert. Also normalerweise musst du halt alles testen. Ne? Vom Durchleiern, von Jigführung, von Stop and Go. Also am besten ganz verschiedene Geschwindigkeiten testen. Mit der Strömung, gegen die Strömung und so weiter und so weiter. Wenn du das wirklich alles testen willst, dann eben auch komplett. So, machen wir mal hier auf langsam. Tempo 19 zum Beispiel jetzt gerade oder so. Ja. 18, 19, so leicht gegen die Strömung, dass sich der Blinker auch noch schön rotiert. Das sieht man ja immer so ein bisschen, dass dann die Anzeige unten so ein bisschen flackert. Das heißt, der Spinner oder der Blinker, die rotieren dann halt richtig und bewegen sich. Aber das scheint jetzt vielleicht auch noch nicht so gut zu laufen mit dem Durchleiern. Also bleiben wir eher auf Jig. Ich werfe nochmal aus, wir gucken mal kurz rein. Also, komplett hier unterwegs auf 17,4 Fluorocarbon. Und da kommt sofort der Biss. Hat es doch richtig geflackert. Fluorocarbon komplett 17,4. Weitaus schwerer würde ich gar nicht reingehen. Ich sag mal so, das Maximum hier ist eigentlich in Richtung 19 Kilo. 19 Kilo Monoschnur oder eben Fluorocarbon. Und das sollte dann aber auch reichen. Und deutlich schwerer, dann einfach besser nicht reingehen. Genau, das habe ich. Ich habe kein Vorfach in Verwendung. Dadurch, dass ich hier mit der großen Wenger unterwegs bin, habe ich ausreichend Schnurkapazität. Wenn man natürlich auch sowas nimmt, wie zum Beispiel die Overlord, die es demnächst am Weihnachtsmarkt wahrscheinlich wieder gibt, da auch sowas lohnt sich natürlich hier. Da passen sogar noch mal mehr Meter Schnur theoretisch drauf. Da kann man dann hier natürlich ganz entspannt auch mal auf einen Königslachs oder sowas treffen und den einfach mit rausziehen. Über Zeit. Man braucht natürlich ein bisschen Geduld bei 17 oder 18 Kilo Setup. Aber trotzdem kriegt man die dann halt auch ganz gut raus. Ja, von den Haken 1-0er bis vielleicht 3-0er. Also so wahnsinnig groß würde ich nicht draufgehen. Wenn man noch ein bisschen Wurfgewicht vielleicht benötigt, dann einfach über den Haken nochmal ein paar Gramm mehr drauf machen. Aber ansonsten ist man, glaube ich, mit einem 1-0er ganz gut bedient hier. Und dadurch, dass man hier, wie gesagt, 14 Gramm hat, an Köder und hier auf diesen guten Routen hier ist 15 Gramm ist hier das Minimum Wurfgewicht. Die fliegen trotz allem hier mit der Ultima richtig gut raus und das Schöne ist, das sind mittelgroße Köder, dementsprechend hat man hier auch echt eine ganz gute Frequenz. Ja, so viel dazu. Das hier ist der Spot auf der Map, das hatten wir, hatten das Setup. Jetzt gucke ich gerade noch mal eben kurz in den Shop, was die Fische denn so an Cash bringen, auch wenn es eben nur der einfache
Peter Lachs ist, der Chum Salmon. Und wenn der halt hier in Masse geht, gucken wir mal eben, ob sich das trotz allem lohnt. So, und damit wir jetzt gleich hier, sagen wir mal so, spätestens 14, 15 Uhr wieder zurück am Spot sind, damit man hier in die Abendstunden nochmal schön reingehen kann und weiter testen kann. So, gucken wir mal direkt rein hier. Gibt es noch einen Kaffeeauftrag? Ja, das ist natürlich angenehm. Drei, die gebe ich noch nicht ab. Dreimal mit 4,9 Kilo, also so 5 Kilo. Ja, die sind aber schon relativ selten. Da müssen wir mal gucken, vielleicht gehen die noch mit rein. Oh, ich teste vielleicht auch gleich nochmal auf Grund, sehe ich gerade. Die lohnen sich ja auch nochmal auf Grund. Und vielleicht geht auch noch mehr Ugui rein. Ja, und das war eigentlich mein Ziel, der Masu. Der Masu war eigentlich mein Ziel, deswegen auch vom Weiko. Immer mal wieder testen, hier ist er. Der Gestreifte, der hier funktioniert immer mal wieder ganz gut eben auch. Da würde ich jetzt allerdings den Großen nehmen. So, der Große jetzt hier auch mit dem 4-0er Haken. Könnte man vielleicht noch eine Nummer kleiner reingehen. Also vielleicht doch dann eher in Richtung 3-0er, 2-0er, 3-0er Haken. Ich denke, dass das ausreichend ist. Hier ist ein 1-0er drauf, genau, der Etalon zum Beispiel in 1-0. Ich denke, das ist gar nicht verkehrt. Den werde ich jetzt auch gleich noch mal ein bisschen testen, weil das ganz gut funktioniert, auch immer mal wieder für den Masu. Also so gestreift, wie der Masu ist, so gestreift verwenden wir auch dann den Köder und dann gib ihm. So, jetzt gucken wir hier gerade noch mal rein, nach Price sortieren. Na guck, 80 Silber dafür ist doch voll okay. Ist doch voll okay, 80 Silber, 80 Silber, das waren mal eben schnell verdiente 160, die waren ratzfatz draußen. Finde ich ganz witzig, nochmal ganz nice hier in den unterschiedlichen Färbungen und dann haben wir hier eben nochmal den Lennox und so weiter. Also, im Großen und Ganzen, in der kurzen Zeit jetzt hier, also von der Uhrzeit, wir haben jetzt hier 32 Minuten an dem Spot und in Gänze durch die Toffees natürlich jetzt hier 300 noch was Silber schmeckt. So viel dazu, ab an die Yama, mal wieder schön ein bisschen blinkern, ganz klassisch und ein bisschen Farben testen, verschiedene Führungsmethoden testen und dann lübt das auch hier an der Yama. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, nicht vergessen, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs, freitags und den Rest der Woche eigentlich auch, jeden Tag ab 19 Uhr. Bis dahin, Petri.